Hallo zusammen, ich habe hier die zwei neuen Kühlschränke, die WE 170 und 140L, sind beide 525 cm breit, wie ein Absorberkühlschrank in Wohnmobilen. Der untere Teil ist hier genau gleich. Wir haben zwei Tablare, also zwei Fächer für die Türen, eine Gemüseschale und Gitter. Die Gitter kann man rausnehmen, man könnte sie verschieben noch ein bisschen. Und hier haben wir auch Einschraublöcher, dass man den Schrank von innen her anschrauben kann. Das Bedienteil ist bei beiden gleich. Da mache ich noch ein Video darüber, genau wie man das bedient. Und der Tiefkühler oben, der ist hier der kleine und der größere. Und wir sehen jetzt hier auch, der ist einfach um diese Höhe größer. Der WE 170 hat eine Höhe von 1465 und die Tiefe ist hier 490 cm. Von der Technik her sind die genau gleich. Hinten sehen die Schränke so aus. Wir haben hier einen Distanzbolzen, damit man ihn nicht ganz an die Wand stellen kann. Wenn ihr den ersetzen wollt gegen einen Absorberkühlschrank, dann habt ihr hinten die Belüftungen von außen. Da reicht die Belüftung nach außen, aber man könnte diese Schränke auch im Fahrzeug innen belüften, so dass es außen keine Gitter braucht, weil die Abwärme vom Kompressorkühlschrank ist ca. 12-mal weniger hoch wie die eines Absorberkühlschranks. Zur Technik, wir haben beide Orte ein BD50K, das ist ein Kompressor von Secop, ehemals Danfoss, der meistverbaute Kompressor auf dem Weltmarkt für 12 Volt. Hier mit dem natürlichen Kältemittel R600, da ist jetzt auch nicht so, dass wir Probleme haben mit dem Zoll, mit dem Import. Wenn ihr die Videos von mir kennt, da bringe ich einmal wieder, was wir vom Zoll geeselt werden, weil wir sind ja ein Schweizer Unternehmen und wir importieren nach Deutschland. Die letzte Forderung war zum Beispiel, dass wir auf dem Tippenschild den GWP, also das globale Erwärmungspotenzial des Kältemittels drauf machen können und den CO2-Äquivalent des Kühlschranks bzw. nur des Kältemittels, das da drin ist. Das ist jetzt für dumme Beamte, sage ich mal, weil wenn wir das Kältemittel aufführen und die Menge vom Kältemittel, was Standard ist, was jeder Standardkühlschrank drauf hat, kann ich bei Wikipedia sonst wo nachschauen, was das für ein GWP hat, also dieses globale Erwärmungspotenzial. Und das kann ich multiplizieren mit dem Gewicht, was an Kältemittel drin ist. Und dann komme ich aufs CO2-Äquivalent. Aber der deutsche Zoll will jetzt, dass wir das noch aufs Tippenschild machen, obwohl das bei keinem einzigen Haushaltskühlschrank drauf ist. Aber ja, wir führen jetzt auf den Zollpapieren auf Wunsch des deutschen Zolls, weil er vielleicht zu faul ist zum Rechnen oder zu dumm ist zum Rechnen und sowieso keine Sau interessiert, was da für ein Kältemittel drin ist. Wenigstens von den Endverbrauchern her. Aber hier sind wir jetzt auf dem natürlichen Kältemittel. Also wir füllen die ganzen Normen, die von der Chemreverordnung und so weiter, Klimaziele, Kyoto-Protokoll und so weiter erwünscht ist. Wir haben sehr einen großen Lamellenwärmetauscher, das heißt, dass der Energieverbrauch runterkommt, ist der groß mit dem Lüfter unten drin, dass das eigentlich Standard ist. Wir bauen ja seit 50, 55 Jahren 12-Volt-Kühlgeräte und diese Geräte,
die kaufen wir jetzt zu in China. Die lassen wir in China fertigen, nach unseren Wünschen. Ja, die Chinesen können auch Kühlschränke bauen. Und ich bin positiv überrascht. Wir haben die Muster bekommen, die waren sehr gut. Und jetzt die Serieprodukte, die sind Preis-Leistungs-Verhältnis komplett in Ordnung. Die Preisliste verlinke ich euch natürlich unten im Video beschrieben, oder die Kataloge. Es sind schöne Schränke, der einzige Nachteil ist, die Chinesen können keine umbandbaren Kühlschränke bauen. Die sagen entweder rechts oder links und dann nehmen Container rechte und nehmen Container linke. Das ist bei den Chinesen so, da muss es um Stückzahlen gehen. Wir können auch nicht einen kaufen oder 10, sondern es müssen gleich 200 sein. Die müssen dann ans Lager und verkauft werden. Ja, mit allen Vor- und Nachteilen. Das sind die neuen Schränke, die stehen ab sofort bei uns in der Ausstellung. Ihr könnt also vorbeikommen, die Kühlschränke anschauen. Wir nehmen die teilweise mit an die Messen. Und sonst habe ich euch hier ein Video gemacht, das auch der Verschluss besser erklärt von diesem und den Beschrieb der Bedienungs, wie die Bedienung funktioniert. Das mache ich euch hier ein Video, wird aber wahrscheinlich noch 2-3 Tage dauern. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag.